Hi Leute, herzlich willkommen auf Teasy. Dos, wir sind zurück. Wir stehen hier in der Soccer World in Köln, weil wir sind heute ein bisschen früher losgefahren. Unser Team VfR Zimbo trainiert nämlich heute. Wir dachten, wir kommen noch einen Ticken früher, weil wir haben den Jungs eine kleine Überraschung gemacht. Ja, ihr könnt hier erstmal ein Däumchen nach oben da lassen, Freunde. Auch gerne ein kostenloses Abo. Ihr feiert ja die Vlogs hier von der Baller League. Und wir haben eine kleine Überraschung für die Jungs. Und zwar, hier steht der absolute Chef. Ja? Von TNO. Wir haben hier, guckt euch das an, was der Mann uns möglich gemacht hat. Unseren TNO-Trainingsanzug mit einem VfR Zimbo-Logo draufgesteckt. Das ist halt geil ja. Sieht das bitte aus. Das ist halt wirklich geil. Ich hoffe, meine Sorge ist, wir haben genug, aber eigentlich müssen wir genug haben. Ne? Wir müssen genug haben. Weil wir haben ja immer wieder ein paar Gastspieler am Start. Ja, Gastspieler müssen dann wieder zurückgeben, ne? Ja, müssen wir uns überlegen, ja. Wie wir es machen. Wir ne? selbst brauchen auf jeden Fall ja. Jäckelchen und Hose, 1000%. Aber was sagt ihr so? Haben wir doch schon mal auch eine Jacke genommen, wo du uns ja, mal ganz kurz zeigen kannst? So ein bisschen in Kombination, ja. Weißt du? Deswegen sind wir schon früher da als Vorbilder, ne? Fürs Team schon mal richten. Ich habe genau hier schon einen... Boah, geil! Ja, das ist schon geil, ne? Geil, ist es eine M zufällig? Ja, das XL. Team auf für dich. Die sollten wir uns gleich überlegen, ob wir die in den Verkauf bringen. Ne? Sag ich auch. Was sagt ihr? Auf Zimbo Trainingsanzug. Aber das ist auch echt wirklich sehr, sehr geil gestickt. Ne? Ja, ich muss auch sagen. Ne? Also, wirklich geil. Geil, die ziehe ich mir gleich ab. Die ziehe ich direkt an. Ich würde sagen, wir sortieren jetzt mal, ja. Ne, dass wir alles da haben für die Jungs. Genau. Und Feld die... 1 sind wir, die werden ja auch gleich eintrudern. Übrigens, wir waren hier so ein bisschen begeistert. Bei uns gibt es ja sowas. Also gibt es schon. Aber nicht in der Größe. Was hat er gesagt? Die größte Soccerhalle Europas? Wie viele Felder haben die denn? Guckt euch das mal an. Das ist ja geisteskrank. Ja, okay, das ist schon big, ne? Das ist krass. Bei uns, glaube ich, in Worms und in Kaiserslautern eine. Ja, Mannheim bestimmt. Ja, Mannheim maximal auch. Zwei Felder. Die in Worms hat zwei, als weiß ich noch, gerade so gegenüber ich gehabt. Glaub, Mannheim hat drei oder so. Aber acht ist halt ein Brett, ne? Geil. Das ist krass. Ist ein Brett. So, auf, sortieren. I've been waiting all night. Watch you blow a mile. Please don't come over, 'cause you're not sober. Freunde, wir haben hier schon ein bisschen den Platz angeteasert, aber ich sage euch ganz ehrlich, ohne Fußballschuhe nichts machbar. Nichts machbar. Ich hätte ihn echt mal mitnehmen können, ich hätte echt Bock gehabt, da ein bisschen zu kicken. Ah, Coach Ludwig. Ja, muss dich warm machen, Coach. Wir sind schon ein paar Runden gerannt. Wir sind schon ein paar Runden gelaufen hier, weißt du? Wir haben uns schon warm gemacht. Was geht denn ab? Aber wir haben noch geilere Sachen dabei. Oh, überragend. Komm, einkleiden. Überragend. Nein, kannst du vergessen, ne? Alles klar? Nein, kannst du vergessen gleich. Zeig mal her, was wir dabei haben. Was für Größe hast du bestellt, Coach? Norm, der hat... Hi, Norm. Alles klar. Alles gut. Gute Ware gezaubert. Überragend. Was hast du für Größe bestellt, Coach? XS, glaube ich, hat er bestellt, oder? Ich weiß gar nicht, was ich bestellt habe. Doch, hier war das. Das war die. Ja? Sag mal. Geht es? Das passt, glaube ich. Mit dem dicken Hintern. Wird eng. Nee, was? Eigentlich XL. XL. Ja. Dann? Hammer. Aber ich weiß gar nicht, ob ich bestellt habe. Natürlich hast du bestellt. Ich hoffe es für dich, ansonsten kriegst du keiner. Das ist Hose. Das ist ja erstmal egal. Weste. Ist es deine Simon hier? Nö. Das XL. Ja. T-Shirt? Ja, aber nimm das auch mal gleich mit, dann gibst du ihn doch gleich mit. Guck mal hier, T-Shirt kriegst du noch direkt mit. Perfekt. Und Hose gib ihm auch gleich, ja, dass er einen Trainingsanzug hat. Hose, das hier? Ja, müsste sein. Eigentlich ja. So, dass man schön ausgestattet ist. So. Aber du musst jetzt nicht nackt machen, aber obenrum vielleicht mal anziehen, Beste. So ein bisschen für uns, Trainingsjacke. So ein bisschen Flex. Achte. Ach, du Heiliger. Ach Gott, wenn er nicht verheiratet wäre, ich würde ihn so vernaschen. Wir suchen noch ein Model. Ich würde ihn so vernaschen, Alter, es ist geil. Ist gut, oder? Geil, ja, ne? Windabweisend, wasserabweisend, so. Ja, perfekt. Also da heben wir uns auf jeden Fall ab, ne? Von den sag ich auch, also sag ich auch. Mit den Dingern ist überragend. Sag euch ganz ehrlich, Freunde, Coach Ludwig, neues Model, guckt euch das an. Guckt euch den Mann an. Kann ich für euch... Modeln dann? Oder? Ja, ist safe. Guck dir das mal an. Eieieiei. Könnte es auch ein Fußballprofi sein, Coach? Ja, die Zeiten sind vorbei. Aber es sieht auf jeden Fall dementsprechend aus. Ich sage, er könnte noch. Ist safe. Also optisch 1000%. Guck dir das an. Wir müssen mal am Ende, wenn die Baller League zu Ende ist, machen wir mal so ein 4 gegen 4 oder 5 gegen 5 mit allen da. Ne? Und dann kommt die auch mit, spielt die auch mit. Vielleicht ein paar Teammanager noch dazu. Sehe ich uns, ja. Ganz cool. Ne? Dann kann ich endlich mal sehen, ob die was drauf haben oder nicht. Immer bisschen. Erzählen, ey. Also, ich sag mal so, das, was die Jungs da spielen, könnte ich noch auf entspannt. Ja? Aber ich darf es halt leider nicht. Ja, weißt du? Aber ich könnte auf entspannt, wenn ich wollte. Das müssen wir austesten. Wenn ich wollte, oder? Timo, wenn ich wollte. Aber mit der Kamera. Ja, Kamera an der Hand, gib ihm. Freunde, der Nivea Softmann kommt auch.
Guckt ihn euch an. Taschenkontrolle, Herr Papadopoulos. Ich hab heute nichts von Nivea mit. Nichts von Nivea mit. Es geht nach, bist du fit? Ja, ich bin super fit. Das ist das Allerwichtigste, mir geht's sehr gut. Alles gut, Nacht, ich bin gut. Oh, danke schön, Maschinchen. Sag mal her, M. M. Weste, wir testen gleich an bei dir. Guckt euch an. VV Zimbo, der Mann. Lass mal den Papa machen. Boah. Geile. Wie das Skoys Logo auf der Brust, Mann. Eieiei. Gehst du trainieren oder was? Hey. Bisschen. Bisschen. Also gut eingecremt hier, ne? Alles von dir. Hose und T-Shirt noch. Super, ich danke dir. Oder euch. Boah, guckt euch den Mann an. Hä? Also wenn wir heute nicht gewinnen, oder Marcel? Wenn wir heute nicht gewinnen mit den Dingern, dann weiß ich auch nicht mehr. Wenn du heute 3 Tore machst, weil ich habe gerade gehört, es gibt immer einen Streit um die PlayStation. Drei Tore? 3 Tore, oh. PlayStation 5. Oh, ist das geil. Kann man nicht auch zu Null spielen, weil zu Null spielen ist auch? Zu Null? Zu Mini-PlayStation. Okay, ist das geil. Jetzt habe ich... Oh. Ist das geil, okay. Wenn wir zu Null spielen und du machst einen Hedwig, hast du 2 Playstation. Ey, die hole ich mir aber mal, ne? Ja, okay, es gibt ja nur eine, jetzt übertreibst du. Ja, okay, eine reicht mir. So, Freunde, Coach Ludwig baut hier schon ein bisschen Training auf. Timo und ich haben uns die ganze Spielform überlegt. Wir machen das heute in einem Z. Man macht hier, passt man darüber, zack, zack. Und das wird unser Spiel, dann stehst du ganz frei vom Tor und kommst dann auf den Mann hier, der da schon wieder nur am Blödsinnmacher ist. Ich sag dir eins, ich habe gesagt, wir haben uns ja heute die Trainingsform überlegt. Das ist wie bei Zimbus ein Z, wenn wir heute spielen. Ne? Wir passen hier, zack, zack, zack und dann spielen wir uns immer frei. Komm, schlag die Flanke. Ja. Oh. Okay. Traum war eine Flanke auf Heller. Was ist passiert? Hat ihn kaputt geschossen. Ich glaub, der Mann hier hat man nicht höher gespielt. Der Mann hat höher gespielt. Plus eins im Fußballtraining. Trainer hat was erklärt. Es ging los und du hast nichts verstanden. Du hast nichts verstanden. So sieht der Gesicht auf dich gerade aus. Hast nichts verstanden. Bist losgerannt, Trainer. Simao, nein! Wir haben noch zu David kommt gerade eben, unseren vierten Mann. Oh, wichtig. Ah, was noch wichtig sein wird, bei Calcio Berlin spielt heute Ailton mit. Ja. Und der muss gestoppt werden, Freunde. Plus, ich sag euch, gegen Calcio will ich gewinnen, weil die haben die größte Fitna beim Draften gelegt und gesagt, Rentner-Team, dies, das. Heute zählt's. Ich glaube, Ailton klebt uns einer. Sagt einfach keiner. Ich sag so, linke Batsche, so Halbfeld, straight oben rein. Hier vorne kommt jetzt ein bisschen Zug gerade rein ins Training. Tisch das an. Die Jungs müssen heute wird es ganz, ganz wichtig. Und hier gibt es ein kleines Problem. Also falls der Ton jetzt nicht mehr so gut ist wie die ganze Zeit. Mir ist gerade die Kamera runtergefallen und dann ist hier dieses Flachbandkabel. Theoretisch könnte man es wahrscheinlich noch reparieren. Hier drin rausgegangen, aber du kommst halt immer rein. Das Ding ist für die Tonne, ne? Aber wird noch funktionieren. So, Freunde, wir packen das jetzt wieder ein, weil so viele waren jetzt ja gar nicht da. Ne? Nimm es dann mit an die Halle. Wir packen unseren Merch dann wieder ein. Hat keiner gekauft, oder? Das Ding kann ich direkt hier... Ja, genau, weil wir gehen jetzt nicht noch was essen. Tobi! Guck mal! David! Ah. Verteil mal dein Zeug hier ein bisschen. Guck mal, ob du das rankriegst. Ach du Heller, guck mal. Ja. Der hat höher gespielt. Schmeiß dein Zeug da rein. Hopp, für die 6000 Leute, die Spieler angucken, schmeiß rein. Hopp, vorher rein, wir wollen was essen gehen. Das ist natürlich... Überall ein scheiß Bomben. Hey, lass, das ist meins. Was machst du? Hör doch mal jetzt da auf. Junge, du fummelst die ganze Zeit schon da rum. Für den Torwart. Coach, die ist für den Torwart. Hä? Für unseren Torwart. Wenn in der Sonne... Die Sonne in der Halle, tief steht. Gut. Das ist ja illig, oder? Ja. So, Jungs, wir sind angekommen. Sehen wir auch nochmal die Arbeitskleidung angezogen jetzt, richtig. Ganz wichtig. Wir haben aber auch gerade gesagt, guck mal, wo ich hier schon stehe. Es ist immer, wenn wir in Köln sind und es ist Montag Baller League, wir stehen immer im Regen. Matschwetter, aber hier ist auch heute echt was los, sage ich dir auch ganz ehrlich. Aber hier muss doch noch was anderes heute sein, oder? Ja gut, unsere Mannschaft kommt im Flieger heute. Wahrscheinlich ist das noch Ding, sag mir das, Eintracht Spandau. Kann sein. Nee, also irgendwas geht hier heute ab, aber vielleicht auch einfach im Hotel, vielleicht ist es irgendwo so eine, keine Ahnung. Ja, das war schon krass, also guck mal, wie voll der Parkplatz noch alles ist. Ja, normal ist immer, sag ich, obwohl, es ist 5:30 auch schon, ne? Ja, ja. Normal sind wir als viel, viel früher da. Es sind ja auch schon einige in die Halle und so reingesteppt, ja. Also ich glaube schon, dass da was los ist. Ich könnte was gehen, ne? Man muss ja auch so sagen, gefühlt von... Irgendwie jetzt Woche zu Woche, wenn wir da sind, ist ja auch immer mehr los. Ob das in dem VIP-Bereich oder sonst irgendwas ist, das ist ja schon krass, ne? Das ist wirklich crazy. Rezeption? Nee. Der Restaurant ist der Herr Rach. Nee? Ist der Restaurant, der ist der Rach. Ach so, kenn ich. Ja, kannst du da lassen. Ja. Im Fass? Ja. Also ist es hier? Also sind Sie Restaurant? Nein. Ich wär's gerne, aber ich bin's nicht. Da hätte ich mehr aufgepasst.
Ja, ja, so ist jetzt, ne? Mach jetzt nichts. Beim nächsten Mal dann ein bisschen mehr aufpassen, dann ist es top. 4,9 von 5. Danke. Dankeschön. Ja. Guten Appetit. Danke. Dankeschön. Gescampt hier mit einem Stück, oder? Du hast immer Pässe irgendwie, oder? Ja. Ich wurde gescampt. Du bist ja in deinem auch richtig gut aus, ne? Ja, ich hab sie gescampt. Aber ich sag wirklich, 300 Gramm, das war eigentlich fast zu viel, ne? Wo es so ein Koffer ist. Ja, rum ist ja noch ein bisschen, also eigentlich, er meint, ist ja eigentlich noch ein bisschen Fett dran, ne? Das ist nur die Waage raus. Ja. Hier wird auf jeden Fall, was haben wir denn jetzt eigentlich schon schön? Ein Bitburger. Okay. Simon, der Weintester, was sagst du mein? Na gut. Oh nein, jetzt riechen unsere Klamotten noch wieder so. Oh ja. Nein. Das sagen sie später wieder alle so. Eieieiei. Simbos, lasst euch schmecken, guckt euch das an. Eieieiei. So. Boah, war echt wieder gut, Mann. Sehr gut. Ey, ich sag ehrlich, das war schön marmoriert. Ich glaube, du hast gefilmt, ne? Ja, ich sag auch ganz ehrlich, das Rumsteak, weil du immer isst, das Filet ist was Feines, aber so ein Rumsteak ist so ein bisschen fett, finde ich, wenn es schön weich ist. Es gibt immer so einen besonderen Geschmack, muss ich sagen. Das war schön marmoriert. War ein guter Eigengeschmack. Ja. Sag ich dir ehrlich, hat mir sogar besser geschmeckt wie das Filet, weil es einfach mehr Geschmack hat. Ja. Man muss auch wenig wegschneiden. Ja. Ich bin eigentlich echt sensibel bei sowas. Ja, es war echt gut. Wir gehen aber jetzt rüber, Jungs, weil es ist 18:30 Uhr. Wir müssen los. Let's go. So, jetzt geht's da vorne rein in die heilige Hallen. Abfahrt. Heute wird's ganz, ganz wichtig, ne? Jungs, ich will sie brechen, ich sag's dir, wie es ist. Wenn wir müssen sie. Wenn wir sie nicht brechen, dann schneiden wir das besser raus. Dann sind das nicht. Aber wir müssen wenn sie uns ehrlich brechen, ne? Aber die machen es auch gut, muss man ja nicht was sagen. Vor allem Kalcho hat sich echt gefangen in letzter Zeit, ne? Ja, aber echt, echt gute Dinge. Wir haben hier unseren Gegner. Und soll ich euch was sagen? Die schicken nur einer von denen, Jungs. Nur einer. Ja, ihr kommt für das richtige Spiel alleine. Warum? Was ist da los? Was denkst du, jetzt haben sie gesagt, das reicht so, wenn du nur kommst oder was? Ja. Oder haben die anderen beide Angst? Vielleicht haben sie ein bisschen Angst, aber sie schicken den Mutigsten. Weißt du, was ich gehört habe? Im Team Stimmcenter war Kalcho. Oh, Stimmcenter. Wir wechseln uns immer ab. Ich war jetzt 3 Wochen im Urlaub. Ich hab's gesehen. Jetzt muss ich mal daran. Ist ja geil. Thailand? Thailand. Ich habe aber auch gehört, es gab Streit ums Trikot. Du wolltest unbedingt das hier durchsetzen? Nein, alle waren sich einig. Das ist das neue Trikot to go. Sag ich euch ehrlich. Jetzt im Europa League Shop. Sieht gut aus. Krass. Sag ich euch ehrlich. Eingearbeitet im Logo. Sieht schon geil aus. Sehr, sehr krass. Was sagst du, hast deinen Tipp für heute? Oh, ihr seid schon eine harte Nuss und uns fehlen 2 ganz wichtige Spieler, Alter. Okay, und so, wer fehlt bei euch? Uchipka und mein Kühnel, unser Kapitän. Oh. Also 2 ganz wichtige Spieler, deswegen, wird schwierig, glaube ich, für uns. Aber ich hoffe natürlich trotzdem auf einen Sieg. Ich glaube, es wird eng, 3-2 für uns. Ich glaube auch, dass es eng wird, das sage ich ganz ehrlich. Ihr seid, ihr habt ein bisschen schlecht gestartet, aber seid ihr alle echt gut dabei. Die Mannschaft musste sich erstmal einspielen, das hat man auch gemerkt. Die Jungs kannten sich nicht, die waren alle ein bisschen aufgeregt am Anfang. Aber jetzt spielen wir einen richtig guten Ball, finde ich. Aber ich sag auch... Es wird ein enges Ding, sage ich. Ich sag 9-2 für uns. Du Arschloch. Ritual ist da, Jungs. Ja, wir haben jetzt ein bisschen uns die Präsenz gezeigt. Machen jetzt ihr eigenes Ding. So, ja. Hellvoll kommt, das ist das Wichtigste. Wir gehen zu unserem Kaffeemann des Vertrauens. Ja. Ich guck kurz. Maschine schon heiß. Oh ja, die hast du warm gemacht. Sehr gut. Die hat schon mal kaffeelös aufgebracht. Sehr gut, selbst? Ja. Du hast immer gefilmt, wie ich jetzt gemacht habe. Hast du den gemacht? Ja, natürlich. Ja, klar. Niemals. Ja, natürlich. Na, jetzt musst du zeigen, was du drin hast. Was kannst du? Ey, du hast ja gefilmt, du Eumel. Ja, noch ein bisschen. Und jetzt? Na, ran. Näher ran. Und hoch. Und dann. Ja, aber die habe ich. Das ist einfach nur ein Kreis. Guck, das ist einfach nur ein Kreis. Ja, das ist doch, guck mal, das ist doch hier so eine Blume, die gerade aufgeht. Deine ist schon aufgegangen, meine ist auch zusammen. Das ist eine Knospe. Ja. Guck mal, wer da ist. Mein Schatz, und geht's dir wieder besser? Hey. Ja, alles gut. Ja. Schicke Jacke. Kakaos Game! Komm her. Mit der VfR Zimbus. Ich hab deine den ganzen Tag mitgetragen, Junge. Ich sag dir ganz ehrlich, ich hab's gemacht. Ich hab die für dich mitgetragen, Junge. Digga, es sieht so geil aus. Richtig, ne? Gut, ne? Das ist so cool. So, Freunde, hier oben ist wieder gut was los. Da hinten, ihr seht's jetzt gerade, das ist einfach ein. Guck mal, seht ihr das? Ah, hier ganz kurz. Das ist einfach ein Undaff. Wie geisteskrank ist das denn, dass hier einfach Undaff ist? Achte. Ja, wir werden später nochmal sehen. Sollte ihr mal bringen die Sachen rein da. Ich mach alles. Wir haben schon ein bisschen Fitner vorhin gemacht, Broski. Mit wem? Mit Kalcho. Weil die haben nur,
Also heute haben sie nur einer geschickt. Wie nur einen geschickt? Ja, nur einen von ihren Jungs. Die anderen konnten alle nicht. Ich glaube, die haben Angst, sage ich dir ganz ehrlich. Ja. Einfach aber Angst. Passt Jo Chipka fett aus. Ja. Männer, hey. Ah, Maschine, hä? Servus. Wir hatten schon trotzdem, kriegst du nochmal? Servus. Ist ja schon mal ein Face hier drin? Oh, Maschine, und? Wir hatten schon, kriegst du nochmal die Hand? Servus, Kameramann auch mal da? Die Anzüge ja, Servus, Maschine. Geil, ne? Ah, guck mal hier, PlayStation hab ich dabei, ne? Servus, Maschine. Papa will ein bisschen Kamera. Will ein bisschen Kamera, hä? Will ein bisschen Kamera, ey. Also, die PlayStation die hol ich mir heute Abend noch ab, ne? Ich komm, egal wo ihr seid, ich komm da rein. Zu Null oder zur Kurve? Geh mal hier schön mit dem Geschenk drauf. Geh mal hier hin. Ich glaube, Babaka hat XS bestellt. Ey, ganz gutes Spiel, oder? Ja. Oh, wenn heute die Sonne tief steht. Wenn die Sonne tief steht, wenn die Sonne tief steht. Ja, das kann auch. Ja, wenn tief ist, muss er gleich aufziehen, ne? Die Sonne. Und die Scheinwerfer, weißt du? Wenn die Gegner mit Laserpointern und sowas kommen, aufpassen. Babaka, ich sag dir ehrlich, ich will nicht ein S sehen. Ja, ich zieh an, was ich kriege. Ich bin sehr dankbar. Das ist ja, ich find's geil. Passt. Boah, guck dir das an. Was hast du, L? Ja, ach du Scheiße, komm mal, ja, Typ! Hast du L? XL? Ich glaube auch XL. Hast du XL? Probier mal. Eia. Oh, wow, wow, wow. Gott, sieht der geil aus. Kann ich eine Nummer haben? Mein Nummer? 01. Ja, immer der Erste. Irgendwo in der Tiefe. Der Mann hat die Kontrolle verloren. Macht er aber gut. Alter, guck mal, wo geil ich hier sitze. Beim Clemens, das Ding nehme ich ja mit heute, oder, Broski? Achte Spieltag. Spiel zu Spiel, Top 1, beste Ausgangsposition. Das muss schon alleine Motivation genug sein. Da oben zu stehen, fast schon in den Final Fours zu sein, also mehr motivieren brauche ich eigentlich gar nicht. Letzte Woche habt ihr das richtig gut gemacht, da wart ihr fokussiert. Und genau diesen gleichen Fokus brauche ich jetzt auch. Oder brauchen wir als Team. Die Halle bringt uns meistens Glück. Ich glaube, das ist immer ganz gut, wenn man so ein, zwei Sachen einspielt, ein paar Kontakte hat. Ich glaube, das ist... Ich selber als Spieler habe es immer geliebt, wenn du natürlich immer vorm Training oder beziehungsweise vorm Spiel eine kleine Einheit da hast. Aber am Ende des Tages werden die Körner, wie gesagt, auf den Platz gezogen. Auf den grünen Rasen. Wir haben bis jetzt alle Top-Spiele verloren. Das wird sich aber heute ändern. Da muss jeder Einzelne dran glauben, dass es heute anders sein wird. Fokussiert wie letzte Woche, in der Ordnung, klare Bälle spielen, gegen den Ball, hart. Aber fair, dann gewinnen wir heute das Spiel. Jeder muss daran glauben heute. Das ist heute wie ein Finalspiel. So wie nächste Woche, so wie übernächste Woche und so wie die Spiele darauf. Wenn wir das nicht annehmen und das nicht realisieren, wo wir jetzt aktuell stehen. Seht ihr Gönnerji? Wir stehen da, wie viel? 6-0? 7-0? Das kann ganz schnell gehen. Das sage ich auch von Woche zu Woche. Jeder kann jeden schlagen und jeder kann aber auch gegen jeden verlieren. Wir bleiben in den Ordnungen. Ich will hier kein Remix sehen. Ja, dass der Verteidiger plötzlich nach vorne geht, dass der Stürmer plötzlich hinten spielt als letzter Mann. Ja, übergeben, sprechen. Das haben wir heute in der Halle aber auch nicht gemacht. Wir haben nicht gesprochen. Ja, wenn da einer kommt, dann sage ich, Papa, ey, Baba oder was auch immer. Ja, übernehmen. Aber dann hellwach, reagieren. Die Zeiten, das geht ganz schnell hier. Ja, da dürfen wir nicht pennen. Ja, ansonsten... Jungs, seid mutig. Lasst den Ball laufen. Ja? Lasst wirklich den Ball laufen. Wir sind technisch gut. Wir sind gut drauf. Wir sind oben, Tabellenspitze. Ja? Lasst uns die Leute mal zeigen, dass wir das auch können hier. So, Freunde, hier wird es schon ein bisschen warm gemacht wieder. Ganz, ganz wichtig. Und die Heizung wurde jetzt auch verstärkt. Oh ja, da sind neue Rohre dran. Was ist eigentlich los mit nennt man zu deinem Pré? Ja, mal hoch. Zum Herr Undaff. Da hinten. Lass mal hochgehen. Perfekt, danke schön. Jetzt auch wieder VfB von der was? Also wir gehören ja ein bisschen zusammen. Das muss jeder. Ja. Ja, perfekt. Ja, ja, jetzt aber hopp. Der Mann muss Tore schießen am Wochenende. Ja, perfekt. Danke. Dankeschön. Hey, Männers. Guck mal, wir sind drei. Der da ist allein. Schnappen. Ey, du sollst dir den da schnappen dahin. Junge. Lumi, mach das. Maschine.
Mobbing. Mobbing. Komm in die Mitte mit dem, in die Mitte. Komm, bitte. Was ist meine Mutter, hä? Sorry, da muss ich kurz lachen. Ah, guck mal hier. Macht ihr gleich ein Mannschaftsfoto einmal? Ja, mach. Wo ist unser Aiton? Jungs, wir haben gerade gesagt, der ist auch fit. Der ist fit. Guck mal. Der ist fit. Scheiße, ich glaube, der macht eine Putze heute. Gib ihm die Hand. Achtung, wieder klein Mitballt. Achtung. Digga, ich glaube. Achtung, er läuft einfach rein. Achtung, er ist da. Okay, er ist ein Fremdkörper. Naja, ist der letzte drin. Jungs, hast du Angst vor Aiton? Habt ihr Angst? Jo, der ist fit. Ich hab doch Angst vor Aiton, wenn das Bremen-Trikot anhat. Guck mal, oh. Achte. Ey, so, wenn du letztes Mal der ein und selbe warst und nicht ausgetauscht warst und das Original, machst du jetzt an die Latte. Weil ich sag, wenn du nochmal triffst, dann guckt doch Aiton mit ein bisschen neidisch. 5000 Euro Schuss? Boah, aber wird er ganz stark. Ja, okay. Hey, 1 gegen 1 gesetzt. Ja, Aiton, Achtung, jetzt bin ich gespannt. Da ist Zug dahinter, ne? Ich bin krank, Alter. Da steht einfach ein Aiton, ne? Das muss ja nicht mal geben. Einfach ein Aiton. Ey, der war auch mal ein Knappe. Der war alles kaputt. Der war mal ein Knappe. Ja. Welches? Wann war der? 2,7 oder so? 2,6? Waren sie kalt? Stellst du dich auch mal eine Runde an, Broski? Nein. Ich glaube, Timo stellt sich mal eine Runde an. Hier, Topstürmer 1, Topstürmer 2. Du kannst uns gebrauchen, sag ich dir, wie es ist. So, Freunde, hier wurde ein bisschen fitner gelegt, aber die machen das wirklich immer 1A da. 1A. Scheiße. Wir müssen mitmachen, Broski. Wir brauchen die Kohle jetzt für den Verein Verreiche. Wir haben es gerade vorne ausgemacht. 7000 Euro kann man ja gewinnen. Ja. Wir haben gesagt, unser Konto ist ja eigentlich prall gefüllt beim VfR Zimmer Verein Verreiche. Wir würden aber heute ausnahmsweise dich mal ins Rennen schicken, weil wir könnten ein bisschen was gebrauchen. Ja, der soll mich schießen, also ich hol die Kohle. Der geht rein. Warum ist denn hier schon fitter als ich? Der ist so stark. Mach es, Broski! Ja! Gefickt! Stark! Ich bin in seinem Kopf drin! Bleiben. Ja. Ja, hast du recht. Gutes Spiel. Ohne Fitness. Gutes Spiel. Punkt, ne? Ja. Für was genau habt ihr jetzt nicht Schluck gemacht? Ich kann das erste Spiel. War psychologisch. Also. Auf geht's, Jungs! Es zählt jetzt, ne? Aber richtig Angst. 2-1. Sehr gut, sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Nein! Problemfans. Ordnung! Hey! Achtung, Luke, der kommt! Der kreuzt! Ja,
kommt gleich. Ja, das, Digga, das Problem ist, ich glaub, der bindet halt auch wieder dahinter wieder ein paar Spieler, ne? Das ist. Ja, wichtig, Lumi! Komm. Ja, okay. Nein! Mann, niemals! Niemals! Geht weiter! Jungs, Saubacher! So dumme Ballverluste gerade. Weiter! Gut aufgepasst. Ja, komm schon! Schieß doch mal drauf von Abschluss! Eine Scheiße, Alter. Komm, Svenny. Ey, geh noch einer mit! Noch einer mit! Einer mit da rein! Jungs, hey! Kann noch einer mit? Einer mit da rein! Hier, einer mit rein! Einer rein! Schneller! Da ist keiner. Ey, da ist keine Absprache. Jungs, entweder Papp. Bitte, wenn einer sagt, einer muss rein. Ja, wir haben hier keinen Gegenspieler, Mann. Oh, Scheiße. Nein, nein, nein. Belastend, Mann. Alter, belastend. Zweimal gehen die da. Wir sind überall hin und kassieren das die Tore. Wir spielen 4 gegen 2, der spielt einmal raus, der ist 3 Tore. Jungs, hey, wir sind noch nichts verloren. Wenn ihr den Kopf runterlässt, wenn wir das Spiel hier verlieren, kriegt die Köpfe hoch, Mann. Hey, was ist? Stockfehler, das darf uns nicht passieren, ey. Kopf hoch und dann die Zweikämpfe annehmen und dann stehen nach vorne spielen. Marcel, du hast 2, 3 Dinger da vorne. Hau die Dinger rein, Mann! 2 gegen 3. Hey! Schieße! Hey, ist das da, Junge? Komm her, hey, lass dich nicht da! Komm, Männer, sauf! Vorbei, komm! Wie oft haben wir sowas gedreht? Ja, aber ihr müsst die Köpfe hochkriegen. Ihr müsst die Köpfe hochkriegen. Es ist nicht schlimm. Wir sind gut genug, um dieses Ding hier zu drehen. Da müssen wir alle dran glauben. Wenn wir nicht dran glauben, glaubt keiner dran. Ja, wir stehen auf dem Platz und können das ändern. Und das werden wir ändern. Jungs, im Spiel. Den Aufbau haben wir gar nicht mehr. Ja, wir stehen teilweise zu zweit hier vorne. Ja, ja. Spiel auch mal, komm auch mal. Ich stehe vorne, keiner kommt. Guckt, hier. Mal. Ich will 3 in der eigenen Hälfte haben. Ihr habt jetzt 15 Minuten Zeit, okay? 15 Minuten. Ich will von jedem von euch jetzt eine Reaktion sehen. Die ersten 15 Minuten waren scheiße. Ich hoffe, das weiß jeder von euch. Das war nichts. Aber ich habe lange genug gesehen, was wir können. Wir haben 15 Minuten Zeit. Ich habe keinen Bock, dieses Scheißspiel zu verlieren, okay? Jeder von euch macht die Scheißköpfe hoch. Ihr könnt Fußball spielen. Bewegt euch auf dem Feld. Nicht dieses Verstecken hinterm Gegner. Wir lassen uns hier nicht von ewigen Fußballrettern abziehen. Ich bitte euch. 15 Minuten, Jungs. Komm, Alter. Komm, komm, komm. Auf geht's, komm. 2, 1. So, komm schon. Machst du nix? Ja, aber ich steh doch nicht da auf. Ich blockier den Ball so. So nehme ich den Ball und blockier den. Ich mach auf. Na. Ruhig, spiel Fußball. Komm schon. Spiel Fußball, bitte.
noch. Papa, mach mit. Ja, gut, weiter so. Auf. Ja, ja, es geht doch, Männer. Komm. Es geht doch, Mann. Hey, hey. Tief, Karin. Er ist halt manchmal der Hund auf die ganze Sau. Wo soll er sie hinspielen? Komm schon, Männer, jetzt auf! Abschluss, Abschluss, Abschluss! Ja! Der Punkt mit nein, 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 der Helden. Komm, Chico! Der Typ ist krank. Druck, Druck! Druck! Lauf an! Lauf an! Ja! Nein! Ecke! Dritte Ecke! Ja! Dritte Ecke! Marcel! Komm, bitte, Bro! Bitte. Ich schwöre, kommt alles zusammen. Ja, kommt alles zusammen. Vertrauen. Es ist doch alles drin, komm! Zum 20. Spielminute. Es wird wieder spannend. Die Bizeros verkürzen auf 3 zu 4. Jetzt pass. Noch 90 Sekunden bis zu. Hey! Mannas, aufpassen! Jetzt nichts mehr riskieren, komm! Komm mit, Bilal! Haben wir noch. Ey! Hey! Nimm ihn! Nein! Nein! Papa! Ja, drauf einmal mit! Los! Eckball, aber war wichtig! Genauso weiter, komm, gut reingekämpft! Pisstor, habt ihr die Tore gesehen? Reingekämpft, ja, weiter, komm schon, komm schon! Komm! Der hat eine scheiß Klebe, ne? Wow! 90 Sekunden! Bitte. Nein. Zu 4 für Karlsruhe. Super, herzlichen Glückwunsch. So, jetzt weiter. Wir sind einfach uns weiter rein. Glückwunsch, Mann. Eigene Fehler. Selbst geschlagen, stark, leider Meister. Auf geht's, Timus!
entsprechend präpariert mit Gelb und Rot. Wollt ihr gleich noch ein Foto mit dem Plakat machen? Ja, machen wir. Ja, geil. Element. Sorry. Durch die Zuschießen gilt. Das ist so belastend. Ja, wir brauchen euch wieder, ne, mein Ass. Ja, ich kann aber irgendwie gerade nicht so lachen, sag ich euch ehrlich. Ne? Ich weiß, die Stimmung am Tiefpunkt. Wir gehen hoch und suchen den Kühlschrank mit den alkoholischen Getränken, obwohl die auch kein Ding sind. Das ist die letzte und einzige Lösung. Ja, eigentlich nicht, aber was willst du machen? Dankeschön. Absolut im Bruch noch, sage ich euch ganz ehrlich. Absolut im Bruch. Ciao, ciao. Wir haben noch ganz lang oben zusammengesessen mit Coach Ludwig, mit der Mannschaft teilweise auch noch. Unnötig, einfach unnötig. Keine Ahnung. Heute eine richtig harte Niederlage. Vor allen Dingen wird es hart, jetzt noch 2 Stunden heimzufahren. Ciao, ciao. Ach, die Mau. Das war heute ein Bruch, sag ich euch, was ist, ne? Ja, gab noch eine Aussprache in der Mannschaft, da wurden alle Kameras ausgemacht und dann gib ihm. Einfach ja? Geschlagen auch so. Ja, gehört auch dazu vorne. Egal, lasst dir gerne ein Däumchen nach oben da. Wenn ihr die nächsten Wochen wieder eine sehen wollt, ein Vlog hier, lasst gerne ein kostenloses Abo da. Perfektes Pisswetter für heimzufahren. Ja. Passt zu unserer Laune heute. Und ja, müssen jetzt alles geben, dass wir es in die Final Four schaffen. Die Final Four wird immer enger, ne? Ja. Haut's da rein, ciao. Guck mal, Freunde, der Mann, ich weiß sogar seinen Namen von Twitch. Dorian. Schenkt mir zum Geburtstag einen Stift, ganz, ganz wichtig, und eine Tafel Schokolade. Die Mauer hat auch eine. Vorzeitiges Geburtstagsgeschenk, ja. Habe auch schon bekommen. Ja, entschädigt ja, heute ein bisschen für die Niederlage, Meister. Dank dir. Gerne. Du hast das Abschlusswort, was sagst du? Daumen nach oben da lassen, abonnieren. Und Amazon Prime ist kostenlos. Geil. Komplette Werbung einmal runtergehasselt, Alter, der Mann, der weiß, was läuft.